Gut, jetzt kommen wir mehr zur Hüfte und das sind alles einbeinige Sachen. Christian spielt jetzt die Wand, so wie bei einem Sommernachtstraum, mit Pyramus und Tispe. So, ich stehe auf einem Bein und wenn ich halt nicht so eine gute Balance habe, dann halte ich mich wo fest. Wenn ihr das nicht mehr braucht, dann ist es besser, wenn ihr euch nicht mehr festhaltet, weil dann habt ihr auch noch zusätzlich das Balancetraining. Okay, die erste Variante ist sehr isoliert. Ich bewege in der Hüfte, die frei ist, und ihr seht, hier ist nicht großartig Bewegung. Ich mache große Kreise in der Hüfte. Das Knie kann leicht gebeugt sein. Große Kreise in beide Richtungen. Das ist also die erste Variante. Ja, die zweite Variante ist mit der Hüfte integriert. Jetzt bewegen sich beide Hüften. Ich mache mal die andere Seite, stelle mal die Wand darüber. Und jetzt bewege ich hier in der Hüfte, aber auch in der. Schaut, mein Knie bleibt aber nach vorne. Ich will jetzt nicht mit dem Knie nach innen fallen, sondern es geht jetzt auch darum, dass ich lerne, wie kann ich das Knie vorne lassen, damit es geschützt ist, damit es jetzt nicht in Positionen geht, die auf Dauer zu anstrengend sein können. Das ist jetzt nichts für das Workout, aber generell ist es so, dass wir auch in die Winkel gehen, die schwierig sind, aber es ist jetzt nicht für die Übung. Ja, für die Übung bleiben wir jetzt einfach nach vorne und bewegen aber in beiden Hüften. Ich kann wieder das Knie gebeugt haben, aber die Variation mit dem gestreckten Knie ist genauso gut. Ja, das könnt ihr also wieder auswählen. Ihr könnt beides machen. Ihr seht, jetzt bewegt sich wirklich das Becken auch, dadurch, dass ich in der Hüfte mitbewege. Ja, und ich mache wieder beide Richtungen. Dritte Variante ist Freestyle. Da stehe ich wieder auf einem Bein. Wenn ich brauche, dann halte ich mich wo fest. Beide Hüften bewegen sich. Aber jetzt geht es nicht darum, dass ihr Kreise macht in eine Richtung, sondern ich bewege jetzt, wie ich möchte. Spiel darum, kann das Bein, beide Beine auch gestreckt haben. Ja, oder das Standbein gestreckt oder gebeugt oder Standbein gebeugt. Und das Bein, was auf dem Boden ist, gestreckt und so weiter und so fort. Das sind also die drei Varianten.